So, Test, Test 1, 2, 3. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Naja, wir werden es ja sehen. Steht gerade fest, wir brauchen auch noch zwei Flex an. So, also. Einen wunderschönen frühen Abend. Es ist 5:30. Hat schon seinen Grund. Ich habe mich ja jetzt hier durch eine schwere Erkältung, Schrägstrich wahrscheinlich Corona, durchgekämpft und bin noch etwas müde, um es mal so zu sagen, und will daher keine allzu späten Sachen machen. No, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt einen relativ frühen Stream. Vor allem wird es auch mal wieder Zeit, dass ich X-Plane 12 mir anschaue und vor allem wird Zeit, dass ich mir die WC, ja, das ist nicht, das ist die Klo Airline, eine Cargo Klo Airline. Wird Zeit, dass ich die IXEG, die ja schon wieder ein, zwei Updates bekommen hat, ich bin ja in letzter Zeit durch den World Flight zu nichts gekommen, anderem als dem World Flight. Ja, da gucke ich mir jetzt nochmal die IXEG in ihrer aktuellsten Version an. Aber vor allem, ich habe mir hier einen Mod gebastelt. Die gibt's, die einzelnen Komponenten dieser Mod, die findet man im Forum Xplain.org. Und zwar kann man tatsächlich hier eine Cargo Cargo Liveries gibt es einige für die IXEG. Noch funktionieren ja die ganzen alten Liveries, weil sie noch nicht hergegangen sind, das Außenmodell umgeschrieben haben. Ich hoffe auch, dass, was immer sie machen, sie uns zumindest die Option geben, das alte Model weiter zu benutzen, weil in dem alten Model kann man eben so Sachen wie das hier machen. Ja, da gibt es erstmal eine ganze Menge an Bemalungen und wäre schon. Also wenn die alle nicht mehr funktionieren, weil man ein komplett neues Modell macht. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als das Ding rauskam. Der Fox. Also, nee, falscher Chat. Zu viel Zeug ist auf einmal hier. Ja, das hier ist übrigens World Cargo Malaysia, WCM. Die World Cargo Malaysia ist eine Cargo Airline, die mit 737-300ern und 737-800er Frachtern fliegt. Converted Freighters. Und da gibt es eben diese schöne Livery hier. Die kam allerdings mit dem Hinweis, allerdings ohne Erklärung. Ich habe da eine Zeit lang gebraucht, bis ich das mal irgendwann gefunden habe. Man muss da manuell tatsächlich sich ein zweites Aircraft-File anlegen und dann bestimmte Objekte durch Kopieren und Cargo-Versionen davon erzeugen und so weiter. Da muss man auch in den Planemaker rein. Das ist das Ding, womit man die Flugzeuge bearbeitet. Und da muss man dann auch noch Anpassungen machen. Ist alles nicht so schwer, macht man natürlich in einer Kopie, ja, also nicht im Original. Und das Schöne ist aber dann, dass man hier tatsächlich eine Cargo-Bemalung hat, bei der die Fenster halt hier nicht sichtbar sind, ne? Weil sonst hast du ja lauter Löcher da drin. Das schaut natürlich nicht so toll aus. Ja, und das habe ich also zusammengebastelt und sieht eigentlich gar nicht mal übel aus. Die World Cargo Malaysia, die ist. Die habe ich aus einem Just Planes Video. Ne, die kamen vor irgendwie vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren haben sie die rausgebracht. The Silencer 73. Ja, ich wollte gerade sagen, gut, dass du es dazu sagst. Ne? Dann spare ich mir jetzt die ganze Willkommensgeschichte. Das ist unser Jürgen. Der Silencer 73. Oh Gott, das muss ich mir jetzt wieder merken.
Ja, wunder dich nicht, wenn ich dich beim nächsten Mal nicht gleich erkenne. Was steht da noch oberhalb vom Logo? Ja, das ist so ein Sicherheitsdingens. Bolle Dipche Hakan Break-in Areas. Ja, da darf man einbrechen, wenn man was klauen will. Das ist übrigens mal, also das ist wie gesagt eine malaysische Airline. Ja, und ich hatte mir von Costa Denk dran, 151, hat bei Flugfläche 33.000 Fuß, krass, to Desktop-Fehler ist bekannt bei IXC. Ach so, auch schon wieder. Ne, habe ich natürlich nicht gelesen, gut zu wissen. Was haben Sie sich denn da jetzt wieder? Ach, ich will es gar nicht wissen. Wir fliegen eh nur auf Flugfläche 140. Update-Fix kommt morgen. Ja, danke, morgen nützt er mir nichts. Also, ja, ich sag nichts. Aber gut zu wissen. Wäre natürlich ziemlicher Mist, wenn wir bei Flugfläche 33. Wieso denn bei Flugfläche 33? 330? Hä? Was ist denn das für ein Fehler? Das habe ich auch noch nie gehört. Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht Ihnen da irgendein arithmetischer Fehler oder sowas. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall sieht ganz gut aus. Und ich habe vor, einen Run, so einen Cargo-Run, der tatsächlich in echt mit den Classic, diesen hier mit der, die haben glaube ich eine 737-400 Frachter-Konvertierung. Wir sind hier natürlich eine 300, also sind ein bisschen kleiner eigentlich als das, was tatsächlich dann fliegt. Aber ja, das macht jetzt für uns keinen Unterschied. Da werden wir einen Run machen, und zwar werden wir von Kuala Lumpur nach Kota Kinabalu fliegen. Das ist so ein 2,5 Stunden Flug. Machen wir mal irgendwann, keine Ahnung, wann ich das schaffe. Vielleicht nächstes Wochenende dann, wenn es mir dann auch soweit wieder gut geht. Und dann gibt es in weiteren drei Etappen, geht es dann von Kota Kinabalu nach Viri, von Viri nach Kuching. Kuching ist dann wieder Richtung der malaysischen Hauptinsel, weil wir sind ja auf Borneo, Sarawak und so weiter. Also das ist da, wo ich damals auch im Urlaub war. Also von Kuala Lumpur, das ist von Malaysia, von da, wo auch Singapur drauf ist, an der Karte her, fliegen wir dann sozusagen übers Meer und an der Nordseite von Borneo entlang bis, wie gesagt, nach Kota Kinabalu, oben in das Sarawak. Ich glaube, das ist die Provinz des Sarawak ganz oben. Und dann eben fliegen wir über zwei Zwischenetappen, Viri und Kuching, fliegen wir dann zurück nach Kuala Lumpur. Aber nicht höher als 330 fliegen, genau. Ja, wir haben ja dann morgen, bestimmt haben wir morgen einen Patch, dann ist das alles wieder weg und dann darf ich nochmal alles installieren. Ja, klar, Gizmo, wenn der Gizmo abjuckelt, dann ist es vorbei. Ja. Das weiß ich nicht erst seit heute. Ein US-amerikanischer, es liest irgendwie einen Fehler bei den Winddaten aus und das Gizmo-Plugin stürzt dann ab. Ja, super. Was hatte ich schon mal gesagt, glaube ich, bei einem meiner ersten oder letzten. Ich glaube, als wir den uns das letzte Mal angeguckt haben. Die Gizmo Engine ist der größte Schwachpunkt bei X-Aviation. Ja, diese komische Script-Engine, die eben nur von X-Aviation-Flugzeugen benutzt wird, ist ein echter Schwachpunkt. Und vor allem, wenn da mal irgendwann nichts mehr abgedatet wird, oder also diese Flieger können irgendwann in der Zukunft eventuell komplett Ausfall für uns sein. Ne? Weil, keine Ahnung, nach irgendeinem Update geht das nicht mehr. Irgendwie gibt es vielleicht doch keinen Entwickler mehr von dieser Gizmo-Krampf da. Und dann schauen wir nämlich alle alt aus der Wäsche. Also, ich bin sehr unglücklich darüber, dass die Gizmo-Engine hier benutzt wird. Aber wir können es ja nicht ändern. Ne? Ist halt, wie es ist. Sie haben sich halt damals auf diese Script-Engine hier
fixiert, weil unter anderem die eben auch erlaubt, den Code zu obfuskieren, zu verschleiern, sodass man halt den Code, den man geschrieben hat, dass der halt nicht oft lesbar ist. Das ist mit einer der Gründe. Und natürlich, weil da auch so eine Lizenzabfrage mit drin ist. Das kann halt diese Gizmo Engine alles. Die nervt auch tierisch, weil alle 2 Wochen muss ich mich wieder anmelden bei diesem Dreck. Und am liebsten würde ich sie auch. Also ich schalte sie übrigens sofort wieder aus, wenn ich nicht mit einem Gizmo fliege. Klickt die bei mir gleich wieder raus aus dem Plugins-Verzeichnis. Mach die nur, aktiviere ich nur, wenn ich tatsächlich brauche. So, gut, also. Das zur Einführung. Gut, die Livery ist ein bisschen tattert, ne? Aber das ist tatsächlich so. Also die Flieger sind schon älter, auch im echten Leben, und haben sozusagen jetzt ihr letzte. Ganz toll, ja. Ach, ja, lässt dann auch wieder los, oder? Ja, aber loslassen musst du auch. Danke. Gut. Schauen wir mal ganz kurz, was sich so getan hat. Es hat sich nämlich was getan. Wenn wir hier mal ins Präferenzen-Menü gehen. Also das hat man zum größten Teil auch schon das letzte Mal. So die wichtigsten Dinger. Weights in Kilograms und Tons. Disable Mini EHSI. Die kann man hier und so. Das sind alles Settings. Die hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch. Ich gucke gerade mal, ob es noch irgendwas gibt, was ich mich beim letzten Mal hier nicht erinnern kann. Ah ja, was aber jetzt Gott sei Dank funktioniert, was nämlich das letzte Mal nicht ging und was ich einfach so als Qualitätskriterium, als schlechtes Qualitätskriterium gesehen habe, ist, dass man hier überhaupt nicht lesen konnte, was hier steht, ne? Weil das abgeschnitten wurde. Das haben sie jetzt geändert. Aha. Single Engine Ops means that whenever you are using a dual throttle hardware setup with one axis assigned to throttle one. Aha. Wir haben aber, ihr seht, ich habe hier zwei Achsen. Real-time Fueling, dann dauert es halt ewig lang. IRU kann man schnell alleine, dann habe ich alles eingeschaltet, weil so im Normalfall jetzt, außer ich will hier den überrealistischen Flug machen, habe ich keinen Bock hier allein schon 20 Minuten lang mit Alignment und Treibstoff hochnuckeln zu verbringen. Ne? Sync Pilot, Co-Pilot Instruments, das habe ich aktiviert, damit wir nur einmal überhaupt den QNH zum Beispiel setzen und ich dann nicht jetzt hier durch x Instrumente durchhüpfen muss, was ja während dem Flug jetzt auch nicht unbedingt praktisch ist als Single Pilot. Und auch, dass er die V-Speeds automatisch setzt, habe ich auch eingeschaltet. Das sind Convenience-Sachen, können die Diehards natürlich ausschalten. Klar, logisch, müsst ihr nicht haben. Hallo Tim, grüß dich. Ja, ich benutze ja die Rundinstrumente und nicht diese elektronischen, weil die einfach viel besser zu lesen sind, habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Die Eyebrow-Windows, naja, die sparen wir uns diesmal. So, dann gehen wir hier mal auf Preflight und hier hat sich jetzt was getan gegenüber der Version, die ich das letzte Mal getestet habe. Nämlich, ja, es gibt immer noch die Startup-Optionen, wobei die übrigens jetzt anders funktionieren, wie sie das früher bei der alten Version von der XCG. Da hat man ja einfach da irgendwie drauf geklickt und dann ging er halt in den Modus rein, fertig. Hier ist es eher so, das ist eigentlich erstmal eine Einstellung. Ja, also ich kann jetzt einstellen, mit welchem von diesen Startup-Options wird angefangen. Ich habe jetzt hier Cold and Dark. Das nächste Mal, wenn ich wieder starte, macht er auch wieder Cold and Dark. Wenn ich das jetzt ändere, dann würde er das nächste Mal das Geänderte beim Startup machen. Wenn ich jetzt umschalten wollte vom Cold and Dark in den Turnaround-Mode zum Beispiel, dann müsste ich hier die Option Turnaround auswählen und dann hier auf Restart drücken. Dann dauert es einen Moment, dann startet die gesamte Scripting-Engine nochmal und lädt eben auch den neuen Zustand. Funktioniert ganz gut, ist auch nicht abgestürzt bisher. Also das scheinen sie doch ein bisschen verbessert zu haben. Genau, das Cargo-Gnadenbrot. Ja gut, in Asien und so weiter, ne? Da wird einiges noch bis
bis zum Umfallen genutzt. Also es ist sicherlich, also hier in Deutschland wird man nicht mehr ganz so viele finden. Hatte ich dich schon begrüßt, Tim? Grüß dich, weiß nicht. Zum Beispiel die TNT bzw. ASL, ne? Die haben oder hatten zumindest, ich bin nicht sicher, ob sie es noch haben, bei TNT gab es tatsächlich auch diese Cargo-Varianten von der Classic. Naja, aber das Ganze, also das Ende ist mehr oder weniger in Sight. Die werden jetzt auch weniger und weniger. In Kanada und so weiter natürlich gibt es noch einiges. Da werden die auch als Ersatz für die alten. Ich hoffe ja, dass FlyJSIM jetzt mal irgendwann mit der X-Plane 12 Version von der. Also auf die warte ich ja noch. Ne? Leider fängt da ja mit der 727 an. Aber ich hoffe ja, dass wir dann irgendwann auch eine 737 200 dann wieder in X-Plane 12 nutzen können. Und dann sind wir nämlich fast komplett von den Fliegern, die ich wirklich haben möchte. Ja, Distance to Destination, das ist jetzt hier so ein, naja, Daumen in die Höhe, was weiß ich, Daumen ins Wasser, Schwänzchen in die Höhe, keine Ahnung. So, ja, ungefähr, ne? Wenn du 100 nautische Meilen, dann brauchst du 3800 Kilogramm Treibstoff. Ja, und fliegst bei Flugfläche 160, das soll dann optimal sein. Okay, schauen wir mal, was ist bei einer größeren Strecke? Ah ja, okay. Ich bin schon wieder nicht auf dem neuesten Stand. Ja, dann erzähl mal. Weil wir haben ja hier unseren Silencer, der Jürgen. Die 737 ist schon in der Beta bei FlyJSIM. Na, umso besser, da freue ich mich. Ja, ich gehe immer nach dem, was man mal offiziell verkündet hat. Dann habe ich keine Zeit, ständig den Leuten hinterher zu rennen. Und mein letzter Stand war, dass er mit der 727 anfangen wollte. Aber umso besser. Das freut mich. Vielleicht kommt sie ja doch noch vor Weihnachten raus. Ne? Mal gucken. Nur, dass ich Weihnachten wahrscheinlich keine Zeit haben werde, weil ich zu meiner Mutter nach Berlin muss. Und da ist hobbymäßig null, zero möglich. So. Ja, Fuel Request, hier kann man also einstellen, wie viel Treibstoff man in den Tanks haben möchte. Wir haben hier im Augenblick 4548 Kilogramm. Man kann jetzt hier noch, kann hier noch auf Plan Fuel setzen. Dann übernimmt er das, was man hier oben gesagt hat, ne? Und packt das dann rein. Aber wir können natürlich auch, wir können natürlich jetzt hier auch. Das weiß ich, 2500 was eindrehen. Also, ist relativ straightforward, ist jetzt nichts fancy. Das hier ist neu. Das haben sie jetzt dazu gemacht, die Möglichkeit, dass man hier zumindest sieht, wie die Passagiere beladen sind und welchen CG man hat. Also, wenn man jetzt hier auf Load Passengers geht. Wir haben ja eine Cargo-Version, ja. Deswegen schalte ich jetzt hier wieder um. So, das ist jetzt das Schöne. Obwohl wir ja theoretisch, also ich frage mich jetzt gerade, ah so, das ist der untere Bereich im Cargo-Hold wahrscheinlich. Ja, weil eigentlich die XEG kennt ja nichts. Also doch kommt die 727. Ja, was ist da jetzt anders? Ist doch genau das, was ich gesagt habe. Er fängt mit der 727 an und die 737 kommt danach. Ich hätte es umgekehrt gewollt. Wäre schön gewesen, wenn wir die 737 zu Weihnachten bekommen. Weil ich bin mir, also ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Leute die 737 benutzen und nicht die 727. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist das ja sein Lieblingsflieger. Deswegen macht er den zuerst. Vielleicht ist es auch einfacher da. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schade. Ja, weil Anfang Januar, was das wieder heißt, keine Ahnung. Da ist mein Urlaub vorbei, wenn die kommt. Ist halt so. Wäre schön gewesen, aber ich habe genug andere Flieger, die ich, wenn ich denn doch mal den einen anderen Tag noch zwischen den Jahren finde, dann. Ja, das wissen wir ja schon, dass das alles Geld kostet. Umsonst ist der Tod, selbst der kostet das Leben. So.
Ja gut, da kann man also jetzt hier sich noch ein bisschen Cargo setzen. Ja. Schauen wir, dass wir den Max so irgendwo im Bereich von 21 oder so, also ähnlich. Sehr schön. So, das wäre das alles. Dann kommt eine Ground Service, da können wir eine Ground Power Unit anschließen. Dann können wir nämlich hier auch schon mal den Flieger unter Strom setzen. Man kann hier auch die Cargo-Türen öffnen und Ground Air Supply, wenn man einen externen Start ohne die APU haben möchte oder muss. Next is the Cabin Crew. Hier kann man die ganzen Türen, Servicetüren und so weiter. Außerdem kann man das Licht hier, Emergency Lights und so weiter setzen. Und hier kann man, was ich nie benutzen werde, Failures. Ich habe genug mit den Bugs zu tun. Ich brauche keine Failures, die mir das Aircraft noch erfindet. Arbeitet parallel. Naja, was die Sache auch nicht schneller macht, wie man ja sieht, ne? Weil wenn er wirklich parallel arbeitet, dann würden sie auch parallel rauskommen. Ist alles Blödsinn. Werden wir irgendwann im Januar dann haben, das Ding. Also entspricht ja eigentlich immer noch dem Stand, den ich kenne. So, ja, wie war das hier unten? Genau. Ja, Sound ist natürlich wie immer gut. Das hat sich ja jetzt nicht geändert. Alles prima. Was gibt's noch zu sehen? Gut, ja klar, die Kabine. Aber ich glaube, also da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, da hat er nicht jetzt allzu viel gemacht. Die ist ja neu gemacht worden. Schon seit dem vorletzten Update oder so ist es ja schon mit einer verbesserten Kabine. Ah ja, natürlich haben wir hier sehr schön unser Avi-Tab, was natürlich auch sehr praktisch ist. Da kann ich dann hier auch auf Maps gehen und nicht nur das. Ich kann dann hier, wenn man einen Navigraph hat, kann man hier auf die World Map gehen. Und der Vorteil von der World Map ist, dass man, Achtung, festhalten, seit einiger Zeit ist ja die World Map, kann man ja hier tatsächlich eigentlich statt der Airport Charts benutzen, weil er liest die Informationen aus den Flughäfen aus. Wir sind hier auf Stand 105. Hier ist hier der Zulu Taxiway. Das ist absolut perfekt, ne? Ihr seht, wir sind im Air Freight in Stuttgart. Wir sind hier im Cargo-Bereich, Stuttgart. So. Na gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal schon mal die ersten Preflight-Sachen. Also, mal hier von hier oben an. Also wir haben jetzt Ground Power, haben wir schon gesetzt. Und wenn man die Galley Power vielleicht schon einschalten, dann kann man uns mal einen Kaffee machen. So. Genau. Können wir schon mal einschalten. Wir haben noch keine Druckluft, müssen wir erst noch besorgen. Und zu diesem Zweck werde ich jetzt hier mal die APU starten. Also ich mache jetzt hier keinen normalen, also ja, mal hier kurz durchgucken. Klappen sind drin, der Hebel passt. Ja, ich habe auch meine Achsen inzwischen. Ich habe mal dieses neue 737-Yoke natürlich angeschlossen. Das macht ja durchaus Sinn. Leider geht die Hardware nicht, weil die XCG wieder vollkommen ihr eigenes Ding da macht, womit man leider daher nicht ohne weiteres schnell mal so eine Hardware anschließen kann. So, dann haben wir hier unten alles soweit gut. Jo. Können wir hier auch noch eine Frequenz einstellen.
Ich glaube, ihr seht schon, ne, in der guten alten Art und Weise. Ach, wie habe ich das vermisst. Ach, wie liebe ich das hier. So. Und... Ja, Frequenzen setzen ist nur bedingt spaßig hier. Gut. Alles klar. Dann, Handbremse ist gesetzt. Jawohl. Und dann würde ich sagen... Starte ich mal die APU. Ja, wir können jetzt auch noch übrigens Feuertests machen, ne? Also, halt. Hier, ne? Also. Ja, die sind alle beweglich. Genau, und dann kann man hier natürlich auch noch den Cargo-Test machen. Ich hatte gelesen, dass in dem Bild kostenlos, genau, für das nächste Sim-Update. Ja, für Sim-Update 14. Ist im Beta auch schon da. Wer den Sim-Update 14 Beta hat, der hat das Ding eigentlich theoretisch schon da. Kann ja sein, dass ich das vor dir wusste. Weil ich habe nämlich heute ein Video geguckt zu dem Ding. Gut. Ja, soweit alles gut. Dann würde ich sagen, Schnellsetup, Index, Ident. Der Erak ist 2301, der ist jetzt leider wieder veraltet, ne, nach dem Update. Da hatte ich jetzt einfach vergessen, noch den Erak-Update einzuspielen. Mache ich aber noch. Das ist inzwischen die 152, ich dachte, es wäre die 151. Da sieht man mal, man kommt schon kaum noch hinterher. Aber ist ja gut, ne? Wenn sie updaten, habe ich ja kein Problem damit. So, dann machen wir hier mal den Reference Airport, ist Echo Delta Delta Sierra. Und wir setzen den hier auf NAV. Und übernehmen die Position 48, 41, 9, 12, 3. Jawohl, immer noch mal checken, ne, dass man da irgendwie in einer anderen komischen Position hat. Hallo Lufthansa, grüß dich. So, damit haben wir den Teil gemacht. Dann können wir hier zur Route gehen. Wir fliegen von EDDS nach EDDM. Mal wieder ein Try and Fly, haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Testflight. Wir fliegen ab von der Runway 07, wie üblich. Die Departure ist auch wie üblich ab Tafir Hotel über die Runway 07. Und die Arrival in München geht über die ALS 08 Left ohne Transitions. Da müssen wir noch die Magat Continuity schließen. Zack, Execute, dann fertig. So, Take-Off, Klappen 5. Da erreicht Klappen 1. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles. Wir müssen noch den Performance Edit machen. Genau. Das Geross weht. Warte mal. So viel weht. Ah ne, hier, der füllt einem nichts ein. Richtig, da war doch was. Da müssen wir auf Preflight gehen. Und dann müssen wir hier, das Zero Fuel Weight ist 44,267. Das mit der Route kommt erst am 6.12. Achso. Was hatten wir jetzt? Das hat mich draus gebracht. 44,267. Das war Zero Fuel Weight, ne? 44,2. Reserve, eine Tonne. Und Kostindex, ja, lass mal 20. Flugfläche 140.
Also Dev und den ganzen Kram brauchen wir nicht. Execute. N1-Limit. Wir nehmen den Takeoff One, wie üblich. Keine Temperatur. Flaps One. Und dann haben wir 133, 135, 143. So, die 143 setzen wir hier schon mal rein. Schon mal gemacht. So, Heading. Ach ja. Habt ihr es auch so vermisst? Die gute alte Art. Und nicht. So, dann. Ich muss schnell schauen, dass ich ein Profil für KP-Crew mache hier für das Ding. So, also. Dann können wir hier den Flight Director aktivieren. Auf meiner Seite. Kurs ist 072 für den Fall, dass wir zurück müssen. Duty. So. Ja, damit sind wir durch hier. No. Setup, soweit ich durch. Das ist die IXCG 737-300, genau. Und zwar in einer Cargo-Mod. Also, das ist eine Cargo-Livery, die aber auch die mit einer Mod zusammen, ohne die Fenster und so weiter, ne, damit es nicht so komisch ausschaut. Leider gibt es keine Cargo-Klappe. Also hier wäre ja normalerweise jetzt das Tor, das aufgeht. Das haben wir leider nicht, deswegen tue ich so, als ob wir schon fertig sind mit dem Beladen. Drinnen ist natürlich auch lauter Sitze und theoretisch Passagiere. Also es ist halt eine Fake Cargo, aber immerhin. Also man kann zumindest so tun, als ob. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, wo war ich denn? Ah ja, also hier sind wir durch. Gehe ich hier mal auf die Lex-Page und hier auf die Progress-Page. Die sind ja separat. Das hat sich ja nicht geändert. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal auf den Start-up vor. Wie sieht es mit der APU aus? Die hatte ich noch gar nicht gestartet. Hatte ich nicht? Naja, wahrscheinlich hast du es vergessen. So. Tja, und man hört, meine Lüfter sind im Overdrive, weil dieser Flieger zusammen mit X-Plane 12 verbraucht so viel mehr Energie als MSFS. Und dafür flickern sie mich dann auch noch an. Ja. Ist, naja. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja nächstes Jahr einen neuen PC, eventuell. Vielleicht ist das dann vorbei, aber mit Sicherheit ist nachher das Geblase da und das Gedröhne vorbei. Denn da kommen natürlich ganz andere rein. So, das mit der APU, das scheint aber jetzt hier noch nicht geklappt zu haben. Eins, zwei, drei. Ich erwarte jetzt eigentlich, dass hier irgendwie mal was angeht. Ist der ja schon wieder in der Off-Position, oder was? Zwei. Ja, okay. Das ist natürlich auch wieder so ein Scheiß. Also. Nein. Ja, die muss man separat schalten. Darf man nicht vergessen. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder zu schnell gemacht. Meine Teile kommen nächste Woche. Naja, wenn du Glück hast, kommen sie nächste Woche. Naja, wie kann man sowas auch kurz vor Weihnachten bestellen? Ne? Das so eine gute Idee ist. Achso, nee, Moment halt. Wir sind noch nicht so weit. Zu früh. Ach nee, jetzt ist der wieder zurückgesprungen in die Ausposition. Ach Leute, ihr mit euren scheiß Klickspots. Echt jetzt.
Das nervt. Ja, wenn uns jetzt nicht kaputt geht, ne? Schauen wir, ob die Abwehr wieder hochfährt. Ja, sie fährt wieder hoch. Und jetzt sicherstellen, dass sie nicht wieder in die verdammte Off-Position rutscht. So. Und? Also nochmal. Zack. Zack. Gut. Na, immerhin. Jetzt hat's funktioniert. Dann können wir hier zuschalten. Auto, Auto, Auto. Sehr gut. Damit haben wir Air Conditioning. Was da? So, dann gehen wir hier mal kurz durch. Circulating Fans brauchen wir auch, damit es hier nichts zu heiß wird. So, dann müssen wir hier mal kurz. Ach, wie habe ich das vermisst? Drag and Drop. So. 140, wir sind hier auf 1320. Ungefähr. Passt, wir sind ein Ground-Auto. Die Cabin Altitude. Okay, alles klar. Dann machen wir hier mal die Position Lights an. Wahrscheinlich schon früher machen sollen. Dann machen wir die Anti-Collision Lights an, dann blinkt es draußen. Alle wissen, dass wir demnächst los wollen. Gut, so. Dann machen wir mal die erste Checkliste. Pre-Flight. Pins and Covers removed. Oxygen. Tested. Instrument. Transfer Switches. Normal. Window Heat is on. Hydraulics. Set. Air Conditioning Pressurization Set. Mal hier auf die Mittelposition automatisch. Flight Instruments Set. Parking Brake Set. Engine Start Levers Cutoff. Rudder Elongation Zero. Ja, Zero und Zero. Die Fuel Pumps, die machen wir jetzt alle an. Hallo Steffen, grüß dich. FSUIT hat auch ein Update bekommen. Naja. Teste ich dann mal bei Gelegenheit, mal sehen. So richtig vom Hocker gehauen hat mich FSHUD bisher nicht. Also die paar Flüge, die ich probiert habe, die liefen jetzt nicht so, dass ich total begeistert war. wir haben zwar keine Passagiere, wir können aber trotzdem hier mal auf Auto schalten. Radar in Aileron Trim Zero, Taxi Intake Briefings completed, Fuel Pumps on, Passenger Signs set, Auto Brake RTO. FMC pre-flight is completed. Takeoff speeds V1. Naja, die V2 ist 143. MCP V2, genau, Heading und Initial Altitude. Genau, nochmal. So, damit sind wir durch die pre-flight Checklist. Es gibt ja hier übrigens auch noch. Wenn ich es jetzt irgendwo finde, hier den Klickspot dafür. Oder auch nicht. War hier nicht irgendwo ein Klickspot?
haben wir es doch vorher weggekriegt. Hallo. Ah, jetzt. Ja. Haben wir hier nämlich auch noch Checklisten, ne? Nämlich die Taxi-Checklist ist hier und die Approach-Checklist. Den Rest muss man sich dann aus dieser hier, die ja auch nicht so einfach zu holen ist. Da muss man hier oben drauf klicken. So. Genau, also die Before Start und die Before Taxi Procedure mehr oder weniger. Und dann kann man die Checkliste hier abrufen. So, Doors and Windows closed, Anti-Collision Light on, Transponder is required. Und wir können uns den Pushback vorbereiten. Dazu, das ist ja meine neueste Ground Service, ne? Das ist ja diese Freeware hier. Absolut schön gemacht. So, und ich benutze ja die eingebaute Funktion von denen, nämlich das Aim. Gut, ist jetzt nicht perfekt, aber... So. Pushback links. Beim letzten Mal waren wir ein bisschen drüber, daher bleibe ich jetzt diesmal ein bisschen auf der Seite. So. Haben wir gemacht. Und dann würde ich sagen, bei FSUIT kann man auch die Beta verwenden. Es sind immer mehrere Versionen vorne und viel schneller aktuelle Probleme. Ja, aber du kennst meine Einstellung zu Beta und ob ich jetzt ständig eine Beta austausche oder ab und zu mal, das kommt für mich immer aufs Gleiche raus. Für mich sind die, wenn ich FSUIT benutze, möchte ich, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ja mei, dann tue ich es wieder weg und warte halt einfach nochmal eine Zeit lang in der Hoffnung, dass es dann irgendwann besser funktioniert. Das nützt mir nichts, wenn ich ständig eine Beta und noch eine Beta und dann muss ich noch eine Beta und dann muss ich das ausprobieren, dann geht dann wieder was anders nicht. Dann, also ich verschwende keine Zeit mehr mit sowas. Ja. Also die FSUIT habe ich jetzt einfach links liegen lassen, weil es war nicht richtig wirklich gut. Wenn sie jetzt ein paar Updates gemacht haben, mal gucken, schaue ich mir mal an, genauso wie ich dieses Ding hier jetzt anschaue. Und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn es nicht funktioniert, ehrlich gesagt, ich werde wahrscheinlich zu alt, ne? Also meine Geduld ist irgendwo nicht mehr die, die ich wahrscheinlich früher war. Ich sehe einfach nicht mehr ein, dass ich so viel Zeit damit verschwende. Ja, ständig irgendeinem Entwicklerteam hinterher zu rennen. Bitte mit den Änderungen. Ist einfach. Es ist. Lasst uns mal zurückpushen. Genau, dazu müssen wir die Parkbremse lösen und dann machen wir Start Pushback. So, und dann, wann war das? Hier, jetzt müssen wir allerdings, bevor wir das machen, sollten wir vielleicht auch mal alle Türen schließen. Nur so als Hinweis, das macht durchaus Sinn, ne? So, die Packs sind beide aus. Wir haben hier voll den Luftdruck. Sehr schön. Wir gehen heute mit dem Rechtsstarter raus und machen Start-Pushback. Starting Pushback. Oh. Also ich muss sagen, das ist viel zuverlässiger als Better Pushback. Better Pushback ist ja immer noch so ein dauert ewig Lottospiel, Crashes. Leider sieht es ja nicht so aus, als ob Skizlkov in absehbarer Zeit da irgendwas macht. Das ist nicht älter, nur reifer. Ja, dann kann man Ungeduld also als Reife zeichnen. Naja, okay, das ist in Ordnung. Akzeptiere ich. So. Ich warte jetzt einfach, dass er mir sagt, dass ich die Triebwerke starten darf. Dann machen wir das auch glatt. Ich nicht immer so ungeduldig bin. Komm, Mädel. Lass mir meine Triebwerke an. Clear to start engines. Danke. Starting number one. Jawohl, spult hoch. Das klingt immer wie so ein Rennauto, ne, wenn der hochfährt. Thank you.
Starter Cutout. Viel zu schnell. Das haben sie offensichtlich auch noch nicht repariert. Starting number 2. Please set the parking brake. Aber verständlich. Tow disconnected. Na, jetzt war es ein bisschen zu nah. Irgendwas stimmt mit der, leider in dem Skript, in der aktuellen Version von diesem Simple Ground Services Lua-Skript. Eigentlich hat er das bisher immer ganz gut gemacht, dass man ziemlich genau auf der Linie kommt. Aber seit der aktuellen Version bin ich entweder zu weit oder zu, oder jetzt so wie hier viel zu, ja, hab noch nicht ganz raus, woran das liegt. So, wie sieht's aus? Zweimal Starter Cutout, two good starts. Dann setzen wir die hier mal auf Continuous. Und machen die Before Takeoff Taxi Items. Center Tank haben wir nichts drin. An die Eis brauchen wir heute nicht. Ab hier können wir ausschalten. Hä? Achso, ja. Sollte man natürlich erst ausschalten, wenn man den Strom auch schon auf den anderen Bus gelegt hat. Das war jetzt wieder. Genau. So. Was haben wir hier oben? Irgendwas mit Duct Overheat. Aha. Wir haben ein bisschen zu hohe Temperaturen bekommen. Duct Overheat. Ja. Dann hoffen wir mal, dass der sich da schnell beruhigt. Na gut. Wir haben also weiterhin ein Airconditioning-Problem. Jetzt hoffen wir mal, dass das weggeht. Warum wir hier, warum ist das hier unten? Soll das Licht nicht ausgehen? Jetzt ist es ausgegangen. Gut. Also dann. Before Taxi. Generators on. Pitot-Heat on. Beziehungsweise Auto. Na, welches ist das hier? Das ist die Autoposition, ja. Die Isolation Valve ist Auto, Start Switches Continuous, Start Levels Idle, Flight Controls, ja, können wir mal kurz prüfen. Auch, dass die Ruder funktionieren, damit man steuern kann. Gut. Gun Equipment removed. Flaps. Jo, wir brauchen Flaps 1. Und die APU ist aus. Flaps in Transition. So, dann bevor Taxi Checklist. Flight Controls checked. Flaps 1 green light. Trim ist. Ah ja. Genau, die Trim. Jetzt wollen wir nochmal schauen. ...4,2 brauchen wir. Was haben wir? Jetzt erkennen, aber das könnte sogar fast stimmen, ne? 4,2. So.
Fummel. Was ist hier Terrain? Auch mal nicht heute. So, was haben wir hier Schönes? Also. Gun Mode und der normale Mode. So. Das ist, womit wir fliegen wollen. Können auch noch die Airports mit dazu schalten. Aber das sind zu viele. Gut. Transponder. Klappen. Ja. Na dann. Taxi-Light an. Der braucht aber ganz schön hier Anschub. Das ist jetzt aber schon etwas ungewöhnlich. So, hier sind wir 11 Knoten. Der braucht aber ganz schön Schub hier, du. Um hier weiter zu rollen. Hab ich das gar nicht in Erinnerung. So, ich habe auch alle Knöpfe, die wichtig sind, nämlich Autopilot Disconnect habe ich hingekriegt. Das hat auch ein bisschen gedauert, da musste ich jetzt Spezialprogrammierung machen, was ich ja eigentlich normalerweise gar nicht so mag, wenn ich wieder irgendeine Sonderlocke machen muss für einen Flieger. Aber irgendwann habe ich mein KPQ-Profil dafür und dann läuft es unter der normalen Einstellung. Ich habe den Toga-Mode-Knopf. Steuert sich aber irgendwie gar nicht so richtig gut hier. Ich glaube, man braucht hier wirklich... Oh ja, man braucht hier tatsächlich die Steering-Achse. Das ist aber nicht gut. Mir ist eigentlich lieber, wenn man das ganz normal steuern kann. Guck mal, wie viel Gas ich hier geben muss. Was ist das denn? Ist das normal? Das kann doch nicht normal sein. So, ich suche jetzt gerade mal eine Position, in der ich fliegen kann.
Gut. So, also wir sind genau auf der Mittellinie. Heißt, in dieser Sicht, da wo die Schraube ist. Und diese Sicht ist zum Fliegen so, wie sie jetzt ist, nicht gut. Mal irgendwas, da muss ich ein bisschen rumjustieren hier. Weil nur so kann ich die Instrumente einigermaßen lesen. Sehr schlechte Rolleigenschaften, kein Plattfuß, sowas mit. Tja, das ist eine Frage, aber süß. Sieht jetzt nicht nach Plattfuß aus. Ich erinnere mich auch beim letzten Mal, dass ich sehr viel Schub geben musste, aber das, also das kommt mir jetzt nicht so richtig vor, aber ich kann mich auch täuschen. Ne? Bei anderen Boeings, entweder ist das da bei den anderen allen falsch, aber da habe ich wesentlich weniger zu tun, damit der Flieger überhaupt mal losrollt, geschweige denn, dass er sagen wir mal, eine vernünftige Geschwindigkeit erreicht. Gut, dann würde ich sagen, before takeoff, flaps, set one green light trim, set current call given, naja, klar. So, ne, und dann haben wir hier die Approach Checklist, also hier ist dann erst wieder beim Anflug. Hier mal auf die Lex Page. Und da machen wir ein Line-Up, ne? Also. Dann hier die Strobes. War das. Hä? Achso, Strobes on. Ach, das ist kein Kombinationsschalter. Ah, okay. Alles klar, Strobes sind an. Nicht, dass man da viel erkennen kann. Parkbremse aus. Ah, also in der View auch hier am Ende des Scheibenwischers. Ehrlich bin, die, das gefällt mir nicht. Steuerung ist nicht gut. Wir schalten mal den die X52 Achse aus. Nose wheel tiller none. Dann so. Jetzt probieren wir es nochmal. Ah, das ist ja schon einiges besser. Das ist um einiges besser. Ja, ja, sie sind nicht so häufig, weil sie wurden ja nicht als Frachtflugzeuge gebaut. Zumindest nicht am Anfang. Aber inzwischen gibt es sogar also es gibt Converted Freighter, CF. Irgend sowas. Und es gibt tatsächlich auch für die 800er jetzt nicht so sehr die alten hier, gibt es tatsächlich auch Dedicated Cargo, also die nur als Cargo-Flieger. Ja, gibt, auf dem MSFS haben wir ja die PMDG, die bietet für jeden Typ 700, 800 und so weiter, zumindest bei 700 und 800 bietet da auch die Frachtversionen. Ne? Eine ist sozusagen Nativfracht, die andere ist eine konvertierte. Converted Freighter. Kann sein, ja. Weiß das nicht so genau. Mein Gott, was machst du denn hier so? Was ist denn das hier? Will ja sie überhaupt nicht rollen.
Also. Dann sind wir, glaube ich, soweit ready. Und dann müssen wir hier noch den Autothrottle. BNAV, LNAV. Geht noch nicht. Okay, also Heading Select. Richtig, das war, glaube ich, LNAV, BNAV gehen erst später. Und Takeoff. Und? Takeoff Power Set. Benutzt keinen Büro-Rollstuhl in eurem Cockpit. Das hat dann Dolphin gesehen. Und rotate. Oh, oh, oh. Rauf, 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 rauf. Positive Rate, gear up. Enough on command A. Steigen, Geschwindigkeit. Jawohl. Flaps ab. Okay. Sieht gut aus. After takeoff, bleed air on, Pax auto, landing gear up and off, flaps up, no light, altimeters set. Ja, noch nicht. Aber gut, wir sind eh auf 10, 13. Hier gibt es keinen Standardknopf. So, den habe ich gar nicht eingeschaltet, oder? So, okay. Transition. Sehr gut. So, sind wir gerade abgeflogen hier, ne? Ich habe übrigens die Short Final Design Texturen mal wieder aus der Versenkung geholt und muss sagen, dass die um einiges besser aussehen als die Standard von X-Plane im Augenblick. Ich weiß nicht, was los ist, aber das seit einem der letzten Updates sehen die derart hässlich aus. Oder vielleicht bin das ja auch ich, keine Ahnung.
Man ist wahrscheinlich zu verwöhnen. Ne? Wenn du eine CPU kaufen würdest, eher AMD oder Intel, was ist besser für X-Plane 12 und MS 2020? Was denkst du? Der Ton ist ein bisschen laut. Ja, warum? Lässt sich der Sound hier adjust? Master Sound. So, ich glaube, das ist besser. Ich speichere das auch gleich mal fürs nächste Mal. Ist das gut so? Ja, wie gesagt, Short Final Design sind total lässig. So, was würde ich für eine CPU? Gut, das kann ich... Also, ich werde wahrscheinlich jetzt mal zur Abwechslung eine AMD nehmen. Hat auch durchaus einen finanziellen Grund, aber ich nehme diese neuen 7903 XD oder wie die heißen, X3D oder was ist der? So bei den Specs bzw. den Tests, die ich so gesehen habe, spielt die relativ weit oben mit, auch für X-Plane, die AMD. Aber Mai. X-Plane ist halt sehr CPU-lastig, ne, der MSF ist eben nicht. Das merkt man auch. Ne? Also ich höre es ja hier auch, dass meine Lüfter hier wesentlich mehr zu tun haben, weil die CPU sich hier so im Grenzbereich bewegt. Ne? Also meine alte CPU. Aber Intel oder AMD, ich weiß nicht, ob man da wirklich... Ob es da irgendwas gibt, was sagt, AMD ist besser, weil oder so. Ich glaube ich nicht. Ich gehe halt nach dem, was der Michael Brown von X-Force PC, ne, der hat ja da diese diversen Statistiken und so weiter gemacht. Und für Budget, also für die Kunden, die ein bisschen aufs Geld schauen müssen, verbaut der AMD. Weil die bei durchaus akzeptabel und naher Leistung dem, was auch die modernen neuen Intels können, mit entsprechendem Cache und so weiter, sind halt doch einfach noch billiger. Ja, die neuen Intels sind halt teuer. Ja, natürlich, der OBS ist keine CPU-Frage. OBS ist Grafikkarte. Die Grafikkarte ist das, was die meiste Arbeit macht hier. Die CPU macht hier nicht viel. Ja, deswegen geht das ja auch mit meiner alten CPU. Die ist ja nun wirklich nicht. Also OBS macht den Kohl nicht fett. Aber natürlich, eine schnelle, gute CPU, ja, macht schon auch einen Unterschied. So, jetzt sind wir bei Abtal. Hier sind wir hier nicht mehr in Wienaf. Aha, wir haben mal wieder Wienaf. Wienaf ist wieder rausgefallen. Das werden wir noch öfters haben, vermute ich. Muss man aufpassen hier. Weil den Teil haben sie ja noch nicht repariert, ne? Das ist ja immer noch tatsächlich, sind immer noch die gleichen Fehler. Wenn du eine leistungsfähige AMD der neuesten Generation im oberen Sektor nimmst, dann ist die genauso gut wie eine Intel. Ja, klar, natürlich. Du kannst wahrscheinlich leistungsfähigere CPUs von Intel bekommen, aber du zahlst halt auch. Die Frage ist, dieser Leistungsplus, was bringt das? Ja, also, was macht das für einen Unterschied? Das ist gar nicht so klar. Das ist nicht so ganz klar, ja, ich hole mir jetzt den i14, i15, i16, was weiß ich was, i17, die schnellste, ne, und gebe da, was weiß ich, 700, 800 Euro für die CPU aus und dann sind alle meine Probleme gelöst. Nee, ist es nicht. Natürlich,
Bei so einer Kombination ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Probleme bekommst, gerade was die CPU-lastigen Teile anbelangt, sowohl sehr unwahrscheinlich. Aber die Frage ist, hast du wirklich dafür 700 Euro bezahlen müssen? Ist der Unterschied in der Leistung, ist das der, der dann einfach mehr bringt? Und du wirst feststellen, nein, weil da der Bottleneck dann woanders ist. Also wenn du bei mir ist die CPU ein Bottleneck, weil sie einfach zu alt und zu langsam ist. Aber was heißt zu langsam? Sie ist halt langsam. Ja? Das heißt, meine Leistung hier und meine Frameraten begrenzen sich durch meine CPU. Wenn du so einen modernen AMD oder einen modernen Intel da reinbaust, dann ist die CPU nicht die Beschränkung. Dann kann es die Grafikkarte sein, weil die vielleicht nicht ausreicht. Oder es könnten die Speicher sein, wenn dann irgendwas nicht stimmt. Oder es ist dann der Simulator, weil es ist nicht so, dass der Simulator beliebig schnell mit beliebig leistungsfähiger Hardware wird. Da gibt es auch einen Sättigungspunkt. Darüber kommst du nicht hinweg. Da kannst du noch so riesige Teile einbauen. Eine 40-350 GTX oder so. Ja. Es wird nicht mehr Frames geben unter den gleichen Bedingungen, weil die Software das gar nicht hergibt. Und das ist das, wo ich eben sehe, weshalb ich halt keine 4090 Grafikkarte oder sowas mir reinstecke und dafür einen Haufen Geld ausgebe, weil es wird nichts bringen. Erst recht nicht mit meinem alten CPU. Das ist ja dann noch schlimmer. Dann langweilt sich die Grafikkarte noch mehr als meine. Die langweilt sich nämlich auch schon. Im X-Plane langweilt sich die Grafikkarte bei mir. Ja. Aber der Punkt ist, Jürgen, du musst von dieser Denke wegkommen, dass ich maximal schnelle Hardware einbauen muss und noch eine schnelle und noch ein bisschen mehr. Ja, weil wie viele Frames willst du denn haben? Willst du 120 Frames haben? Das bringt doch nichts. Gut, 35 Frames ist übrigens keine schlechte Framerate. Das unterschätzen die Leute. 35 Frames, wenn sie stabil sind, sind eigentlich eine gute Framerate. Das werden dir auch alle sagen, die vor allem Budget-PCs mit ein bisschen Erfahrung zusammenbauen. Die sagen, wenn der Ding 35 aber stabil macht, ja, egal was, das ist ideal. Mehr braucht man nicht. Dann ist das Bild in Ordnung. Die Experience ist gut. Klar, wenn du 40 oder 50 hast, ist noch besser. Aber 35, wenn man die bekommt und die ist stabil und geht nicht ständig runter und rutscht unter 20 oder sowas, dann hat man eigentlich einen gut konfigurierten PC. Ja, 12 ist natürlich... ja. Aber die hast du stabil, gell? Die 12, ja, das ist gut, ja. Oh, FMC. Oh Gott, wir sind schon wieder... Oh jo, wir müssen... Wir sind gleich am Top of Descent. Also man muss von diesem getrieben werden, ja, also immer die höchsten, da muss man wegkommen. Ja. Entscheidend sind unter anderem natürlich die Bildschirmauflösung, bei mir ist das ja und wird auch bleiben 1080p, mehr mache ich nicht, weil nur so kann ich hier über meine Leitung streamen, so wie wir das jetzt hier heute machen. Es kann sein, dass ich mir für mich privat... Wenn ich selber, es kann sein, dass ich mir einen höher auflösenden Schirm noch kaufe nächstes Jahr. Das ist durchaus möglich. Und dass ich dann vielleicht auch das ein oder andere Video anders aufnehme. Aber für Streaming wird es bei mir weiterhin 1080p sein. Geht gar nicht anders. Und mit 1080p kannst du auch mit einer 3070 und einer, sagen wir mal, einigermaßen aktuellen CPU locker deine 40, 50 Frames schön stabil hinkriegen, ja. Also das ist überhaupt kein Problem.
Und das ist, man darf sich nicht treiben lassen. Ne? Und vor allem das Einzige, was man, wenn man sich treiben lässt, was man damit erreicht, ist, dass man sehr viel mehr Geld ausgibt, als eigentlich notwendig sind. Auf 20 Frames begrenzt mit dem neuen Laptop wird es hoffentlich mehr. Naja, das kommt darauf an. Dein Laptop, wenn du Pech hast, wird thermisch unterregeln, ne? Also, ich hatte ja früher auch einen Laptop und habe mit dem auch FSX und Co. gemacht. Und das Ding ist halt so heiß geworden über die Zeit. Ja, deswegen, das Begrenzen macht schon Sinn, weil auf die Art und Weise hältst du auch die thermische Belastung niedriger. So, dann machen wir mal hier Autobreak 1. So, dann brauchen wir hier sicherstellen, dass wir hier die 109.50 haben. So, 1000. Ja, wir vergessen die Lichter auszumachen. Passt schon. Doch, die habe ich auch nicht. Na, die können wir gleich auch im Continuous lassen. Ja, das kommt jetzt durchs Erzählen, ne? Autobreak 1 haben wir gesetzt. Enough Path. Okay. Also, er hat dann 3,6 statt 2,1. Ja, das heißt, die Geschwindigkeit der CPU wird sicherlich besser sein. Aber er wird auch mehr Hitze erzeugen bei den Geschwindigkeiten. Ne? Also die CPU wird mehr Wärme erzeugen und die Frage ist natürlich, wie gut wird die abgeleitet? Also ist schwierig. Ja, als ich damals mit dem Laptop gespielt habe, da blieb mir nichts anderes übrig. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Weil ich eben nicht hier so jetzt wie heute so mit richtig großem Setup, sondern ich habe was halt in einer kleinen Bude in Dublin, wo ich halt unter der Woche gewohnt habe, damit ich da ein bisschen spielen konnte, habe ich einen Laptop benutzen müssen und der ist halt regelmäßig zu heiß geworden, ne? Und hat dann kräftig runtergeregelt und dann waren Frames waren dann Hälfte von einstellig. Also, Steffen, mach dir jetzt nicht übertrieben viel Hoffnung, dass es drastisch besser geht. Es kann sein. Es kann sein, dass es für eine Zeit lang wirklich gut läuft. Aber dann sei nicht überrascht, wenn plötzlich die Performance schlechter wird. Weil er die Wärme nicht abführen kann. Und dann, wenn es dann eventuell zu weniger Frames kommt. Ne? So war das bei mir zumindest früher. Ist das ein Gamer-Laptop, den du dir da kaufst? Weil die haben ja meistens dann doch ein bisschen bessere Wärmeabführung. Weil fürs Gaming natürlich entsteht auch Hitze. Da brauchen die dann schon bessere Kühlungen und so weiter. Oder ist das so ein normaler Laptop? Lustige Regeneffekte. Waldwiesen-Laptop. Okay, alles klar. Ach so. Das ist vom Sohn.
Ja, Short Final Design Texturen sind zwar immer noch nicht raus. Eigentlich reden sie seit einem Jahr davon, dass die X-Plane 12 Version da kommen soll. Aber die X-Plane 11 Texturen, sie sehen wesentlich besser aus als wie die Standard Texturen vom X-Plane. Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist, aber das sieht so hässlich aus seit irgendeinem der letzten Updates. Ich verstehe das gar nicht. Ne? Ich hatte das eigentlich schöner, also besser in Erinnerung. Aber naja, muss wohl ich sein. So, Achtung. Jawohl. Sehr schön. Klappen 1. Oh, wir müssen... Oh shit, jetzt habe ich wahrscheinlich zu spät, oder? Natürlich zu spät. Und, macht er? Nein, macht er nicht. Okay. Autopilot aus. Der funktioniert jetzt auch nicht, der Knopf. So. Komisch, vorher hat er schon mal funktioniert, ne? So. Dann nochmal Approach Mode. Command A und... Ne, er übernimmt ihn nicht. Und wieder abschalten. Gut. Autothrottel aus. Oh shit. Ja, ich vergesse diese ganzen komischen Mechanismen hier. Ob wir den hier noch einfangen. Ein bisschen daneben. Ah, was war das denn? Mann. Das liebe ich ja, wenn der View sich einfach umschaltet. Ja, ja, ich weiß, wir sind ein bisschen drunter. Ja, ist gut. Ja. So ist gut. Halt die Pappen. Kannst noch so viel meckern, wir werden nicht durchstarten. 50, 40, 30, 16 knots, 1 breaking. Und raus. So, das war ja wieder eine ganz tolle Landung. Schön geschwebt, ja. Nee, ich habe ja dieses neue Yoke hier. Ich bin mit dem natürlich noch überhaupt nicht mit dem hier geflogen. Also mit dem neuen Yoke und dem Flieger. Und ich hatte echt Probleme. Ich war schon ganz hinten, also ich habe voll ziehen müssen. Das heißt, Trimmung und so weiter, das hat also nicht gepasst.
Costa ist durch, starte nichts. Kommt nicht in die Tüte mit dem Durchstarten. So, naja gut, also, das war ja ganz großes Kino. Ah, dann holen wir mal die Klappen rein. Eins, zwei, drei und jetzt. Oh, nicht doch! Wisst ihr, sowas nervt. Sowas nervt. Man muss nochmal klicken, um sicher zu gehen, dass das klebt, ja. Das ist. Ich bin nicht sicher, ob das ein X-Plane-Problem ist oder ob das ein hier von dem Flieger ist. In diesem Flieger passiert mir das ständig. Ja. Gar nicht gut. Bin ich ziemlich im Mist. So, dann rollen wir mal zum. Weiter zum. Ja, ja, klar, dass ihr natürlich Spaß an sowas habt, das verstehe ich. So, ah ja. Ich habe eine der Achsen hier auf dem 737-Joke zur Steering-Tiller-Achse gemacht und ich muss sagen, das ist viel besser als wie das komische alte Ding da, der X-52, den ich da hatte. Naja, zum Frachtbereich. Soweit werden wir jetzt nicht. Soweit werden wir jetzt nicht taxeln. Und es flickert und flickert. Ich hasse es. Jetzt war ich so lange im MSF ist drin, dass ich schon wieder ganz vergessen habe, was ich am X-Plane 12 überhaupt nicht mag. Das ist übrigens die Shortfront Final Design München hier. Guckt euch das an. Weiß nicht, ich nehme an, ihr könnt das Flickern auch sehen. Frage ist Intel i7-14. Oder AMD 7 Costa, was willst du nehmen? Ich werde, nicht würde, ich werde den 7900er X3D nehmen. Also das ist im Augenblick die von mir jetzt favorisierte CPU, wenn ich dann irgendwann was zusammenstelle. Ja, ne? Ich habe auch das Gefühl, also die Standardobjekte von X-Plane, da ist das Flickern nicht so schlimm, aber alle Custom-Szenarien, so wie diese hier, ja, Gras und also ein Scheiß, voll das Flickern, weil die irgendwie, ach so, ja, hier, naja, gut, hier stimmt das Mesh nicht, nicht so genau hingucken. Da braucht man normalerweise noch so einen. Da geht's wohl über die Autobahn. Ja, ja, da gehört eigentlich noch ein Mesh und das habe ich aber nicht. Das ist der Flughafen ohne das Mesh und das funktioniert in den meisten Stellen, aber eben nicht hier. Ja, 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 ich glaube auch, dass das durchaus normalerweise so ist. Aber ihr seid ja bei mir. Jetzt hat er aber ordentlich.
Rums, Schibber. Krach. Ja, ich sehe schon, ich muss hier offensichtlich an der Szenerie auch noch arbeiten. Wechselleiter aus. Ah, und ich habe irgendwie hingekriegt, dass Sam endlich funktioniert. Sam habe ich nämlich auch wieder reaktiviert, weil ich festgestellt habe, der Grund, warum es bei mir nicht geht, ist, ich mache ja immer die Szenerie-Ini-Datei, die lösche ich, sodass die aktuellen, was immer ich an Szenerien habe, dass er sich die neu aufbaut. Das aber macht den Sam kaputt, weil, wenn ich das lösche, dann kann er nicht drauf zugreifen. Dann gibt es eine Fehlermeldung und dann hört er halt einfach auf zu arbeiten für diese Session und dann muss ich den Simulator neu starten und da, der arme Sam, genau, und darf dann eben keine, darf die INI-Datei nicht löschen, ne? Also, naja, jetzt lösche ich sie halt nicht im Augenblick. Vielleicht muss ich mir doch mal wieder die X-Plane 12 Version von dem, wie heißt das, Verwaltungstool da von X-Plane, das auch schon ewig nicht mehr hatte. Oh, mach hinne. Verhunger, verhunger. Ups, stopp, stopp, der sagt doch stopp. Was winkst du mich denn da noch weiter? Meini. Der winkt da und winkt da oben, sagt da stopp und... ne, geh mal weg da. Ah, nee, jetzt, ne? So. Dann machen wir mal hier, was weiß ich, Automatik, bitte. Gut. So, dann... APU zuschalten. Und dann aus... Gut, die Duct-Geschichte, die ist dann nicht mehr abgekühlt. Da werden wir wohl mal in die Maintenance müssen. Ja, und du? Macht das Spaß da, oder wie? Bist du gerade beim Trainieren oder so? Ist das Hanteltraining? Ja. Also, dann müssen wir noch die Beacon wahrscheinlich ausschalten. Also, Anti-Collision Light off. Ah ja, und schon kommt er. Mac, 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 Mac. Übrigens, an nicht sonnigen Tagen, wenn so gut wie keine Schatten geworfen werden draußen, ist das Flickern wesentlich weniger. Na, weil es sind ja diese doch relativ krassen Übergänge und auch die Schatten, die hier mit beim Flickern beitragen. Und es wird ein bisschen weniger, also es fällt zumindest weniger auf, wenn man schlechtes Wetter hat. Ach so, ja, richtig, ja. Wir sind ja in einem Frachter. Ja. Tja, wo du recht hast, hast du recht, ne? Naja, ich wollte jetzt schnell nach Hause. Deswegen haben wir uns jetzt einfach mal hier hingestellt. Nächstes Mal lassen wir uns wieder eine Treppe holen. Genau, weniger Kontraste, weniger Flickern. Und man merkt ja auch, es gibt Texturen, hier zum Beispiel Bodentexturen, da flickert nichts. Ja, das kann man hier sehr schön sehen, ne? Das sind so die Linien. Dann gibt es aber dann wieder solche, die gelben Linien und so weiter. Und da merkt man relativ schnell, ne, so, vor allem wenn sie weiter weg sind, fängt man die Treppenstufen an
zu bekommen. Und das schaut natürlich entsprechend scheiße aus. Und da natürlich hier voll, ne? Also, und hier alles, was irgendwie Lampenmast, alles flickert, wenn jemand sich bewegt. Und der Flieger selber hat hier auch seine Treppenlinien. Das sind halt diese Kanten und Linien, ne? Die werden einfach nicht richtig anti-aliased. Das ist Katastrophe, ist das. Ja, hier sieht man es auch sehr schön. Ne? Also, ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren, ob die Szenerien noch gehen, aber die fliegen wieder raus und ich mache wieder mit Standard Stuttgart und Standard München, weil so schlecht sind die nicht, die Standard-Szenerien. Und es ist bei weitem nicht so flickerbehaftet, wenn ich die eingebauten Szenerien vom X-Plane nehme. Das ist natürlich schon irgendwo Schwachsinn, aber ist zu machen. Ja, Speicher habe ich oder werde ich ein DDR5 6000 erhalten. Ne? Also wenn schon mit so einer CPU und einem entsprechenden Motherboard, dann holt man natürlich auch passenden Speicher. 32 GB. Wobei, wie viele Jahre bin ich jetzt hier mit 16 GB unterwegs? Am Speicher bin ich nicht gescheitert. Nicht einmal. Also die 32 GB sind zwar schön zu haben. Corsair, die 6.2. Ja gut, ich habe nur normale 6000er. Ja, und 32 GB. Weil auch hier ist jetzt halt wieder die... Das ist jetzt genau wieder diese Art, die Überlegung, die ich die ganze Zeit mache. Ne? Also gut, jetzt ist Speicher nicht so teuer. Wobei die neueren, also diese 6000er Baustellen, natürlich schon ein bisschen teurer wie die anderen. Aber wozu 64 GB einbauen? Weil diese Speicher produzieren Hitze. Ne? Und wenn die so in diesen Vierer-Slots eng beieinander sind, das ist übrigens der Grund, warum ich die zweiten 16 GB, die ich mir ja noch nachgekauft habe, doch jetzt am Schluss nicht verbaut habe, weil ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, der hat irgendwie einen der Bausteine nicht erkannt. Aber mir ist dann vor allem aufgefallen, dass die auf Touch, die sind so eng zusammen, die berühren sich gegenseitig und die werden heiß. Das heißt, die zwei in der Mitte, die kriegen hier so sandwichmäßig von links und rechts und durch sich selbst, und die, da ist kaum Möglichkeit der Hitzeabfuhr. Die zwei, die ich habe, die sind nicht direkt nebeneinander, sondern das ist halt alternierend, ne? Das heißt, die beiden Bausteine, die ich jetzt drin habe, die 2 8 GB Bausteine, die alten, die haben hier voll die Belüftung. Ja, also die kriegen den Strom ab und werden deswegen auch nicht heiß. Außerdem übertakte ich sie sowieso nicht. Das sind ja noch, 2600er, glaube ich, oder sowas. 2600er sind das noch. Uralt halt alles. Und so sehe ich das hier auch, ja. Je mehr Speicherbausteine man reinmacht, desto thermisch schwieriger wird das, weil die müssen ja irgendwie die Wärme abführen. Und die werden warm, die Dinger. Gerade mit den hohen Frequenzen. Reichen 32 oder 64? Tja, wenn du mit mir Puristen hier sprichst, reichen 32. Ich werde mir 32 einbauen. Reicht vollkommen. Ich bin nie an die Speichergrenze gekommen. Nicht ein einziges Mal habe ich die Speichergrenze mit 16 GB erreicht. Nicht einmal. Gut, ich mache den SIM ja auch entsprechend. Ne? Das heißt, meine Einstellungen und alles, ich achte darauf, dass ich hier optimiert zugange bin. Klar, wenn ich natürlich hier tonnenweise und höchste Auflösungen und so weiter mache, also mehr Speicher ist jetzt nicht falsch, aber ich bin mir sicher, dass mir 32 locker reichen. Und auch hier wieder natürlich die Frage des Geldes. 64 GB kosten dann doch, glaube ich, mindestens nochmal ein 100er bis 150 mehr. Ne?
Ja. The coast is toast. Also. Ja, du fliegst WQHD, ich fliege 1080p. Sicherlich, also du wirst sicherlich mit 16 würdest du wahrscheinlich nie auskommen. Ob du jetzt 64 oder 32 nimmst, ist einfach auch Frage des Budgets. Ne? Also wenn du das im Prinzip im Budget hast und jetzt nicht vorhast, in einem Jahr nochmal einen neuen PC zusammenzustellen, dann würde ich sagen, hol dir halt die 64 GB, dann bist du sozusagen für die Zukunft gewidmet. Wenn du, so wie ich, ein bisschen schon auch auf das Budget achtest und versuchst, einen optimalen PC zusammenzubauen, der trotzdem, so gut das geht, im unteren Preisbereich bleibt, was nicht so einfach ist. Also für mich heißt das 32 GB. Reicht vollkommen. Ja, wir können wir machen gerne, ja, klar. So. Genau, 2560 mal 1440 ist WQHD. Also Steffen, ja gerne, ne? Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Gott sei Dank ja noch nicht so spät. Wie gesagt, ich bin zurzeit, so wie es aussieht, hatte ich wohl Corona. Mich wohl angesteckt. Und ich merke das halt noch, ne? Also ich bin nicht so richtig fit. Wenigstens ist die Stimme jetzt wieder einigermaßen betriebsfähig. Soweit bin ich schon ganz froh, dass wir hier nicht zu spät heute unterwegs sind. Jo, dann vielen Dank fürs Zugucken. Wann ich jetzt das nächste Mal streame und so, müssen wir mal gucken. In den nächsten Wochen werde ich auch auf Dienstreisen sein und so weiter. Also, ja. Und jetzt kommt natürlich auch Weihnachten und so. Tja, mal gucken. Also, bin noch nicht ganz sicher, wie das in nächster Zeit weitergeht. Jo, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal.